Was geht ab meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, ich bin wieder einigermaßen fit, aber man hört es glaube ich immer noch an meiner Stimme, so hundertprozentig bin ich auch nicht. Aber für ein Update-Video reicht es auf jeden Fall heute. Bitcoin bei 29.200 US-Dollar. Weiterhin wenig Bewegung. Die letzten Tage hat sich jetzt auch nicht wirklich so viel getan. Wir haben einen Breakout-Versuch gestartet, der leider gescheitert ist. Wir gehen jetzt gleich mal darauf ein, wie ich jetzt so die nächsten Tage, Stunden äh, jetzt erstmal so weiter plane, beziehungsweise welche Trades wir möglicherweise auch eingehen könnten. Wir haben heute auch wichtige News, auch auf die werde ich mal eingehen. Bevor wir starten, lasst dem Video wie immer trotzdem gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News etc. pp. und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Und heute um 12 Uhr, wie immer, Podcast-Time. Die neue Folge von Crypto and More kommt online. Also schaut da auch gerne vorbei. Gut, damit würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit. Wie gesagt, Bitcoin bei 29.200 US-Dollar. Wir hatten vor zwei Tagen den Versuch hier in Richtung 30.000 US-Dollar. Der Versuch ist leider gescheitert, wir haben kein höheres Hoch, wir haben einfach wieder nur ein Wick bekommen, wir haben die Liquidität bei 30k abgegriffen und es ging wieder nach unten. Interessanterweise, wenn wir uns jetzt mal im 4-Stunden-Chart die Vektoren mit dazu nehmen, sehen wir, okay, die 4 Stunden, der blaue Vektor, wurde perfekt abgeholt. Seitdem kam aber auch kein neuer Impuls. Und für mich ist momentan, das habe ich die letzten Tage auch in der Gruppe immer, immer mal ab und zu gesagt, äh, auch wenn es keine Updates gab, aber ich habe immer mal so schriftliche Updates da gelassen. Für mich ist das Ganze ein bisschen bearish. Umso länger wir uns in dieser hier aufhalten und wenn wir mal ehrlich sind hatten wir jetzt hier auch durch diesen wick hier nochmal äh, so einen kleinen retest von unserer ehemaligen range gefällt mir alles nicht wirklich gut also umso länger wir uns in dieser struktur hier aufhalten desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit dass wir hier nochmal einen deutlichen drawdown kriegen wir haben es in den äh, traditionellen Märkten gesehen vor allem beim SP 500 deutlicher Abverkauf, den hatten wir bei Krypto bisher zumindest noch nicht, kann natürlich noch kommen, denn wir haben heute auch wichtige News. Dafür schauen wir mal ganz kurz bei Investing vorbei. Wir haben heute die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, das heißt die NFP-Zahlen. Wir haben ja, private Beschäftigung, wir haben Arbeitslosenrate, wir haben Arbeitslosenquote, was heute kommt, die durchschnittlichen Stundenlöhne. Also ihr seht, da kommt heute eine Menge auf uns zu, was heute für den Tag sehr sehr interessant werden könnte und was den Markt natürlich auch deutlich beeinflussen könnte. Persönlich bin ich momentan weder in einem Long, weder in einem Short Trade. Wie gesagt, die letzten zwei Tage war ich froh, dass ich überhaupt mal irgendwie reden konnte oder überhaupt was machen konnte. Wir warten jetzt momentan mal ein bisschen drauf ab. Ich hoffe für äh, für mich auch persönlich noch, dass wir uns zumindest noch die Liquidität hier oben in diesem Bereich holen. Das heißt, hier nur bei den 30k nochmal einen Versuchschaden, die. Äh, ja, die Liquidität über diesen Bereich zu fischen und von hier aus dann nochmal einen Short-Versuch starten, mit einem Stop-Loss über unserem letzten Hoch bei 30.500 US-Dollar. Das ist momentan jetzt erstmal so der grobe Fahrplan. Ich würde weder hier Long, weder noch Short hier in diesem Bereich gehen. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt ein paar Linien zeichnen, wir bilden jetzt hier gerade so ein Symmetrical Triangle. Das Problem an der ganzen Sache ist, das ist ein sehr, sehr enger Timeframe und es ist nur eine sehr, sehr enge Range, wo sich eben diese. In Anführungszeichen dieses Pattern hier gebildet hat, deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, entweder wir gehen Richtung 30.000 hoch, versuchen diesen Wick hier nochmal zu fischen, um die Liquidität zu holen, oder sogar 30,4, um dann deutlich abzuverkaufen. Ich gehe nämlich weiterhin davon aus, dass unser Ziel hier mindestens die 27.600 US-Dollar sein sollten, einfach um die Ineffizienz hier drüben zu füllen, das heißt, das Void, das heißt, diesen impulsiven Pump, den wir hier hatten, der immer noch nicht gefüllt wurde, zu füllen. Und dann eben hier die Liquidität nach unten hin mitzunehmen und von hier aus einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Wir haben gerade den SP 500 angeguckt. Die Märkte sind momentan, oder das habe ich letzte Woche schon im Marktausblick dazu gesagt, für mich sind die Märkte deutlich, deutlich überhitzt. Und die sollten jetzt erstmal ein bisschen korrigieren. Haben sie jetzt schon. Wir haben beim SP 500 2-3% nach unten hinbekommen. Wir haben in den anderen Märkten 2-3% äh, nach unten hinbekommen. Und auch der Goldmarkt deutlich, deutlich nach unten hin gedammt. Weshalb ich mir das in den Kryptomärkten eben auch sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass wir nochmal Drawdown nach unten kriegen und von hier aus dann wirklich vielleicht die endgültige Erholung nach oben und dann endlich über 32.500 US-Dollar bekommen. Auf den 1-Stunden-Timeframe tut sich auch derzeit sehr, sehr wenig. Man sieht es hier, einfach nur Konsolidierungsphase. Mehr Liquidität liegt eindeutig hier oben, sehen wir auch hier unten an den Volumen-Candles. Liegt deutlich mehr hier unten. Natürlich haben wir noch den Wiki hier unten bei 28.500 US-Dollar. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben darunter einfach sehr, sehr viele Voids. Das heißt, Ineffizienzen. Sobald wir hier drunter gehen, ist es schwer, einen Stop-Loss zu finden. Da muss man wirklich schon so hart sein und sagen, okay, man geht hier rein und setzt einen Stop-Loss hier unten und das sind 5,5%. Das ist mir persönlich einfach zu viel, das wisst ihr. Ich versuche die Risks immer so zwischen 1, 2% zu halten und das geht hier unten einfach nicht. Deswegen, für mich persönlich wäre es das Beste, beziehungsweise auch für uns, wenn wir erst die Liquidität hier oben holen und von hier aus dann wirklich einen Short-Versuch starten, um nach unten hin, dann hier unten die Position zu verdoppeln bei 27.600 US-Dollar. Das heißt, Blick heute auf jeden Fall 14.30 Uhr auf die News. Die könnten dann der ausschlaggebende Grund sein, einerseits vielleicht einen Fake-Move nach oben hin zu starten und dann deutlich abzuverkaufen und dann eins zu eins mit den traditionellen Märkten nach unten hin zu gehen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier hat sich eher so der Weg dafür entschieden, dass wir weiter runtergehen. War auch erstmal so die Prognose, haben dann nicht mehr hier äh, ja das Golden Pocket erreicht, sind durchgefallen. Also auch hier gehe ich weiterhin davon aus, dass wir sogar unter das Golden Pocket fallen, das heißt, dass die Marke von 1780 US-Dollar nicht hält, sondern die Ineffizienz hier unten komplett gefüllt wird bis ungefähr 1740 rum, das ist so der grobe Fahrplan und ihr seht hier unten schon das Setup, 3% ist immer noch viel, müssen wir da natürlich gucken, sollte Bitcoin Richtung 27,6 gehen und wir sind hier dann schon deutlich drunter, müssen wir uns neue Entries suchen, dann wird sogar hier unten die Möglichkeit geben, dass wir sogar bis ungefähr 1680 US-Dollar runterfallen, deswegen muss dann auch natürlich das Stop-Loss angepasst werden, aber jetzt mal grob hier gehe ich auch davon aus, dass wir noch mal tiefer gehen. Ein Stunden Timeframe, gleiches Spiel. Wir haben hier einigermaßen Liquidität liegen hier über diesen Hochs. Wir haben auch hier kein höheres Hoch gekraft, äh, geschafft. Also von der Struktur her meiner Meinung nach immer noch komplett Bearish, nichts Bullisches. Dafür brauchen wir erst ein höheres Hoch. Das heißt theoretisch, wenn wir jetzt das mal hier wegmachen, muss Ethereum mindestens hier drüber kommen. Close schaffen und dann könnten wir hier wieder über bullische Long-Position sprechen. Ansonsten sollten wir hier einfach wieder nur hochgehen, Liquidität abgrasen. Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir 1740 US-Dollar noch einmal sehen in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Mehr gibt es nämlich momentan eigentlich nicht zu besprechen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, war es das von mir. Heute nur ein Video. XRP schaffe ich heute stimmlich einfach noch nicht ganz. Muss ich euch enttäuschen. Äh, ja, aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr trotzdem Like da lasst, Abo da lasst, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und ja, dann war es das von mir, wir hören uns dann morgen wieder zum Wochenausblick und zum normalen Update-Video, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.